Unterstrich. Ja, ja. Nee, nee, das ist da passiert. Guck mal, das ist frisch. Oh. Die hat Unwucht. Wie geht's dir? Nicht gut. Warum das denn? Der Urlaub ist vorbei. Ja, Urlaub ist vorbei. Jetzt geht's wieder arbeiten. Nein. Ne? Ja. Wer hätte das gedacht, dass wir mal wieder hier in der Halle stehen, oder? Weißt du, wie mir das immer vorkommt? Ist ja gerne hier. Hallo? Ich bin auch gerne hier. Ich bin gerne noch lieber im Urlaub, sag ich mal so. Ach komm, wir hatten auch schön Urlaub gehabt. Ja, war schön. Ne? Könnt direkt wieder losfahren. Urlaub ist schön, weil es so kurz ist, Eidosch. Wenn es länger wäre, dann wird es nicht so schön. Das ist doch so. Ich könnte so eine kürzelige Würze. 3 Monate Urlaub, das wäre doch schön. Froschgerlings bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Audi A6. Wir haben hier einen Service gemacht bei 239,440 und haben jetzt auf dem Tacho 246,414. Also sind wir... Okay, 7.000 Kilometer. 7.000 Kilometer. Okay, ich habe den bei 237.000 gekauft. Da hat man 10.000, das habe ich jetzt gekauft. Ja, 7.000 Kilometer. Mhm. Auf dem Rückweg aus der Türkei habe ich noch irgendwie ein Stück LKW-Reifen oder irgendwie ein Tier. Ich weiß es nicht. Weil wir sind ja irgendwo sind wir dran gekommen, weil wir haben ja jetzt 300 PS, 620 oder 30 Newton, weiß ich gar nicht mehr. Die Antriebswellen will ich mir anschauen. Mhm. Wir haben ja die ganzen Tankbelege, haben wir. Aber ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und die ganzen jetzt... gucken, wie oft ich getankt habe und so, das mache ich jetzt nicht. Was ich sagen kann, ihr könnt mit einer Tankfüllung, ich weiß nicht, ihr müsst mir jetzt helfen, ob das gut oder schlecht ist, 1200 Kilometer können wir fahren. Wir haben ja auch Atomium reingemacht. Davor hatten wir so einen leichten Zucken gehabt, wo wir nach Berlin gefahren sind, Eidosch. Mhm. Ich habe da Getriebeölwechsel gemacht und dieses Zucken war weg. Das heißt, wenn ihr so ein Auto habt und ich sag mal, das wird ihr merken, wenn ihr echt konstant so, ich sag mal, 120, 130 fährt und dann so einen leichten Zucken habt, das kann Getriebeöl sein. Also ich kann euch Getriebeölwechsel sowieso empfehlen. Besser wäre es natürlich Spülung. Unter diesen Wetterbedingungen so eine lange Fahrt und dann noch in Staus stehen. Wir hatten ja durchschnittlich, sage ich mal so, 35 Grad. Da verlangt ja von diesem Auto sehr vieles ab. Und deswegen würde ich mir natürlich anschauen, ist irgendwie was undicht geworden, Wasser oder so, Düsen. Das kann ja alles sein. Hier bei den 3 Litern haben wir sowieso Düsenprobleme. Aber sieht doch alles gut aus. Ich rieche auch nichts, ne? Ja, mal so, einfach mal so eine Sichtprüfung machen, Wasserschläuche kontrollieren, Turboschläuche, ah, guck mal, hier haben wir ein bisschen, ja, so ein bisschen Ölverschmierung. So. Ja, das kann sein, dass hier die Dichtung, aber das war ja schon vorher, dass die Dichtung hier oder dass dieser Schlauch hier langsam kaputt geht. Hier haben wir ein bisschen Ablagerung, aber das hatten wir vorher auch schon gehabt. Ne? Ja, guck mal, hier so irgendwo Abgase verliert, ja, oder Öl. Kann auch vom Turbo kommen. Ist aber nichts Wildes, kann er natürlich bei 240, knapp 250.000 haben. Wasser, gar nichts verbraucht. Das ist schön. Ich habe Öl null kontrolliert. Ich habe hier 8,2 Liter kommen hier rein. Ich habe 8 Liter damals reingemacht. Ja. Wenn wir brauchen würdest, würdest du ja sehen. Aber du siehst hier, guck mal. Nichts verbraucht. Das Ding ist immer noch voll. Sehr schön. Bei 7.000, guck mal das Öl an. Ne? Das sieht auch gut aus. Für diese? Noch klar. Sehr klar sogar. Ja, das ist natürlich auch Motul. Ne, nee, also vom Motor her sieht der gut aus. So, wir heben den mal hoch. Ich habe dieses Geräusch vermisst. Echt? Bühne ist er. Ja, von dem Wind her ist es hier immer nach hinten gekommen. Und zerrissen. Und dann hat es zerrissen. Ja, das ist ja auch so ein Stoffding. Ne? Ja. Gar nicht merken, ob er hier kaputt ist oder nicht. Das Ding ist so stabil. Na, soll ich die Arschlochschraube nochmal abmachen, nochmal einsprühen und dann wieder rein? Direkt schon mal. Es kann ja sein, dass wir das bald wieder brauchen. Bremsen super, Farbe ist noch super von den Bremsen. Also ey, wir haben Febia eingebaut, kann ich euch empfehlen. 347 vorne, innen belüftet, 330 innen belüftet hin. Das ist eine riesen Bremsanlage. Ich habe weder ein Zittern gehabt, noch was anderes. Ölverlust haben wir nichts. Sehr schön. Getriebe. Flüssigkeit verliert ihr nicht. Sehr schön. Haben wir doch alles richtig gemacht.
Du, jetzt muss man sagen, wo ist das mit dem Stein passiert? Ich weiß es nicht, Eidolf. Wir haben es ja gehört. Ich habe es gehört. Ich denke immer noch, es muss ja irgendwo einen Kratzer geben, oder? Ja, ich habe auch nichts gesehen. Wir haben den da geguckt. Ah, doch, das kann sein. Das ist eigentlich der tiefste. Ja, das ist aber minimal. Was ist mit hier mit dem... Nein, das ist der tiefste Punkt. Guck mal, hier ist auch nichts. Ja, die Achse müssen wir auch irgendwann mal abbauen und entrosten. Ne? Mal innen anschauen. Das ist das Problem bei dieser Achse. Das ist eine neue Achse, ja, oder? Ja, ja, weil die Achse rostet ja von innen. Das ist ja voll bescheuert. Das ist ja so typisch Audi, hast du ja gesagt, ne? Ja, das ist typisch Audi, weil die haben das nur von außen grundiert, lackiert, aber von innen nicht. Warum machen die sowas, ey? Ja, und deswegen rosten die gerne von innen. Von innen nach außen. Das ist nicht gut. Nee, doch, die Handbremse ist an, Alter. Nö, ich hab danach habe ich ja wieder... Ach so, doch, die Handbremse ist ja... Sorry. Super, siehst du, unsere Schelle hat gehalten, Alter. Ja, hab ich dir meine gesagt? Komische Schelle da, ne? Ja, wo ich gesagt habe, ob das dicht ist hier. Ja. Hier ist er dran gekommen. Dann hat er sich einfach verschoben, weißt du? Nur ganz kurz berührt. Ja, das ist ja sandsteinig gewesen, deswegen... Ja, das ist auch die tiefste Stelle danach, aber da müssen wir hier auch was haben, haben wir auch hier. Ja, guck mal, siehste? Da ist er dann. Ja, guck mal, was ist das denn? Ah, guck mal, Auspuff. Was ist das? Hier. Ist das abgerissen? Das ist abgerissen. Ah. Ach du Heilige. Ach, guck mal, das ist abgerissen. Aha. Der Strich Autos? Nee, das ist da passiert. Guck mal, das ist frisch. Und dann hat es das abgerissen, weil der sich kurz mal hochbewegt hat oder so. Ah, ist so schön, jetzt wissen wir, was Sache ist. Hier, guck mal, die Reifen sind auch gut. Aha. Haben 7000 Kilometer hinter sich und sehen immer noch okay aus. Irgendwie falsch abgefressen oder so, Stoß sind wir sowieso neu. Weißt du, was mir nur aufgefallen ist bei dem? So ein ganz, ganz leichtes Zittern habe ich. Echt? Ja, das fällt mir bei 140 auf. Also wenn du schneller fährst. Weil ich vermute, dass wir hier irgendwas an den Antriebswellen vorne haben, dass der leicht, minimal einfach nur verzogen sind. Das werden wir jetzt einmal testen, dass wir den jetzt einmal starten. Der wird einfach mal vorne rollen. Gucken wir mal, ob wir irgendwie so eine Umwucht sehen. Guck mal genau an die Stelle an. Das stinkt. Felge schauen wir uns an. Sieht sehr gut aus. Keine Umwucht. Hier auch. Ja, wobei. Ganz leicht. Ganz minimal. Gucken wir uns hier an, die Seite funktioniert nicht. Oh, die hat Unwucht. War das die Felge, die Unwucht hatte? Wir hatten eine Felge, die Unwucht hatte. Guck mal, wow. Guck mal, wie die wackelt. Sieht ihr das? Oh ja. Ja, die Seite geht nicht. Gut, jetzt gib mal ein bisschen Gas, lass mal gucken, Antriebswellen. Ja, versuch mal zu halten. Ja, voll in die. Super. Okay, Eidosch. Die Antriebswelle sieht gut aus. Ja, okay, die Antriebswelle ist jetzt... Aber die sieht... Okay, mach mal aus. Jetzt ist die Farbe ab. Man kann damit fahren, das ist echt noch am Anfang. Man merkt diese leichten Vibrationen, das ist sehr, sehr leicht. Wir haben zwei Ursachen. Einmal die Felge hinten rechts. Auf jeden Fall, weil die hat ist auch einen Höhenstand. Die ist schlimmer geworden? Die ist schlimmer geworden, ja. Und einmal die Antriebswelle. Ja. Und die müssen wir machen. Viele da draußen haben gesagt, ich will dieses Auto kaufen.
genau. Verstehe ich. Ich würde es auch gerne verkaufen. Ich denke ja auch dran. Ne? Natürlich, warum Gewinn machen, neue Projekte investieren. Dann denke ich mal wiederum, warum? Du hast so ein schönes Auto gekauft, sehr günstig eingekauft, hast es repariert. Das sind jetzt die einzigen Sachen, was mir nur stört. 40, wir gehen auf 250.000. Darf ich dir morgen mitnehmen? Du darfst dir mitnehmen, klar, du kannst dir fahren. Ich dachte, ich fahre mal morgen mit dem zur Arbeit. Kannst du machen, aber bringst du mir heil zurück. Antriebswelle vorne rechts oder soll ich beide Antriebswellen machen? Wir machen erstmal nur eine Seite. Sicher? Ja. Ja gut, wenn der andere noch okay ist. Und der, der sah jetzt okay aus. Kann man das so machen? Also ja klar, man kann eine Antriebswelle nur einen einzigen. Okay. Hallo, wenn ich die Kohle nur für eine Antriebswelle habe, habe ich die Kohle nur für eine Antriebswelle. Naja, wenn die andere Seite natürlich kaputt ist, also dann verkaufst du den doch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe sehr viele Anfragen bekommen. Sehr, 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 sehr viele. Mein Bruder will den auch kaufen. Mhm. Kann ich auch nur so viel sagen. Ich weiß nicht, ob ich den verkaufe. Es gibt nur ein paar Sachen, was mich stört an dem Fahrzeug, dass wir zum Beispiel ACC nicht haben, toten Winkel nicht haben und so weiter. Sonst ist der Wagen top. Also würdest du gern so einen mit einer besseren Ausstattung haben wollen? 4G, V6, 3 Liter, Biturbo hast du ja. Mhm. Diese Doppelturbos, also in einem Turbo Doppelturbos haben. Das ist natürlich ein Traum. Das ist ein sehr, sehr schöner Motor. Sie sind aber anfälliger als die hier. Die haben 326 PS und ich glaube 700 Newton. Keine Ahnung, 750 Newton, ich weiß es nicht. Mhm. Das sind sehr, sehr schöne Autos. Da muss der Preis sehr, sehr gut sein, wo ich sagen würde, okay, hier verkaufe ich den. Da kann ich einfach nicht mehr überlegen. Dann ist klar, okay, aber ansonsten. Ich behebe erstmal die paar Mängel und mache den erstmal optisch vielleicht ein paar Sachen. Ne? Wir haben hier noch ein paar Sachen, was wir einbauen können. Aidosch, da freue ich mich schon. Ich habe Hunger. Ich funktioniere nicht mehr. Wenn Aida Hunger hat, dann merke ich das so. Es geht bei mir dann gar nichts. Kebab Jim Mesut. Köfte Jahmet. Aida, so. Merkt man, dass ich Hunger habe? Aber wenn ich gegessen habe, dann rede ich nicht. Dann siehst du gar nichts mehr. Dann also, wenn sie das immer so schön betont, dann wusste ich ganz genau, sie hat Hunger. Ich bin mit verschiedenen Autos in die Türkei gefahren, aber ich muss sagen, so bequem, so günstig bin ich mit keinem Auto gefahren. Lass mich mal überlegen. Das stimmt, also der ist schon. Und aber mit dem F10 war es auch gut. Nein. Und Power, Herr Aidosch. Wir haben den vollgepackt. Vollgepackt und der ist abgegangen wie eine Rakete. So übertrieben Gepäck hatten wir jetzt auch. Naja, ja, klar. Da waren ja nur 4 Koffer. 3. Das Auto war hinten tief, Aidosch. Ich habe doch gesagt, das Auto fährt in die Türkei und wieder zurück. Ja, guck mal, stimmt. Wo ich dir gesagt? Ganzen Bedenken hatte, ne? Wie viele Schlaglöcher wir hatten. Ja, aber du, jedes Mal, wenn du gefahren bist, ist irgendwas gewesen. Sorry, hättest du weniger geschlafen? Aidosch, boah, ich bin voll müde. Willst du fahren? Aidosch, okay. Und selber schon weitergeschlafen. Du Armer, du bist auch bestimmt voll müde. Ja, ich bin müde. Aidosch, später fährst du, ist mir egal, ob du schläfst oder nicht schläfst. Aidosch, so. Okay. Und dann sofort Kistchen geschlafen. Ich schlafe lieber mal eine Stunde oder so, damit er nicht gleich um die Ecke kommt. Das hast du echt gemacht, ja. So, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr liked. Und wer nicht abonniert hat, kann abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft sich bis dann. Ciao. Was ist los? Ich hab nur gesagt, wir fahren dann mit dem Video. So, kein Problem. Ja, finde ich auch. Hat gut hingekriegt.